Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. In diesem Podcast erfährst du, wie du Kopf, Herz und Bauch richtig fütterst, sodass sie zu deinem inneren Powerteam werden, mit dem du alles erreichen kannst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks und nach etwas längerer Zeit mal wieder eine Solo-Folge. Und ich habe mir doch überlegt, was ich euch mitgeben kann, damit ihr die ja nicht ganz so leichten Zeiten jetzt nochmal besser auch trainieren könnt, verarbeiten könnt und vielleicht ja auch nutzen könnt, um mal so ganz neue Dinge anzupacken und ganz neue Ideen umzusetzen und sie auch wirklich umzusetzen. Also insofern freue ich mich, euch für eine Podcast-Folge einzuladen, in der es um Gewohnheiten geht, um positive Gewohnheiten aufbauen und ich werde euch 7 Schritte mitgeben, wie euch euer Gehirn dabei unterstützen kann, diese Gewohnheiten aufzubauen und zwar wirklich aufzubauen und vielleicht natürlich auch schlechte abzubauen. Das ist ja sozusagen das Gegenteil davon, die Umkehrung quasi, aber beides lässt sich mit diesen Tools machen. Und insofern freue ich mich, euch jetzt nun diese entsprechenden Tipps an die Hand zu geben. Und freue mich, wenn ihr sie erfolgreich umsetzt. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Es gibt ein wunderbares Zitat von Mark Twain. Er hat einmal gesagt, es ist ganz leicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selber habe es schon 100-mal geschafft. Wer kennt das von euch? Wer von euch hat die eine oder andere Gewohnheit, von der sie oder er weiß, dass sie ihr nicht gut tut und die man trotzdem nicht ablegen kann? Und wer kennt das entzückende innere Schweinehündchen, das einen immer wieder davon abhält? Und wer kennt auch den Frust, der sich einstellt, wenn man es wieder nicht geschafft hat, zum Beispiel regelmäßig zum Sport zu gehen? Und wer von euch würde gern erfahren, wie sich nun aber wirklich Routinen entwickeln lassen, die einem so richtig gut tun und die einen auch auf ein anderes Level bringen? Denn ja, das ist genau natürlich das Ziel, was alles, was man routiniert tut, da muss man nicht viel mehr viel Energie investieren. Deshalb freue ich mich nun, euch darzulegen, wie ihr euer Gehirn richtig nutzen könnt, um eure Gewohnheiten positiv zu verändern und sozusagen mit dieser 7-Schritte-Methode einen wunderbar für euch passenden neuen Wohlfühlrhythmus und eine Wohlfühlroutine zu entwickeln. Ich selbst komme ja aus Köln und bin ein Dreigestirn. Ich habe Biologie, Theologie und Pädagogik studiert und ich wollte immer erfahren, wie wir Menschen ticken, wie Veränderungen möglich sind und wie Wandel funktioniert. Inzwischen habe ich nun 30 Jahre Erfahrung in Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung und bin Hochschuldozentin für biologische Psychologie. Und trotzdem ist es immer wieder verwunderlich, dass Menschen ihr Verhalten nicht ändern. Obwohl rational und wissenschaftlich klar ist, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Ich bin ja vor allen Dingen auch sehr im Nachhaltigkeitsbereich und im Umweltschutz aktiv. Und ich frage mich immer, die Hütte brennt und trotzdem ändert sich nichts. Und letztlich schadet ja jeder einzelne Mensch sich selbst. Ich habe mich immer gefragt, was hindert Menschen an Veränderung? Und deshalb habe ich mich immer mehr mit den biologischen Grundlagen für das menschliche Verhalten und den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung befasst. Und ich denke, wenn jeder Einzelne eine Veränderung bewirkt und die ja am Ende des Tages wirklich zu seinem eigenen Nutzen ist. Und wenn jeder Einzelne sein Potenzial entfaltet, dann kann es gelingen, dass alle zusammen auch wirklich große Veränderungen bewirken. Und darum geht es natürlich. Also, was denkt ihr denn? Wie viel Prozent unseres Alltags sind Routine? 10%, 20, 30 oder mehr? Also Studien haben ergeben, dass es circa 43% sind. Also fast 50% dessen, was wir tun, ist Routine.
Ganz schön langweilig, würde man denken. Ja und nein, denn Routinen haben ja Vorteile. Sie laufen automatisch ab, wir müssen nicht mehr drüber nachdenken und sie geben uns natürlich auch Sicherheit und benötigen weniger Energie. Und damit haben wir für alles andere viel mehr Energie übrig, also für das Entscheidende und Wichtige. Aber die Frage ist ja, wie funktioniert das, dass wir das in die Automatismen hineinbekommen? Nehmen wir zum Beispiel das Autofahren. Erst lernen wir es relativ mühsam, wir müssen genau überlegen, wann wir welchen Gang einlegen und die Kupplung kommen lassen. Und dann wird es Routine. Wer von euch hat sich schon einmal dabei ertappt, dass sie gar nicht genau weiß, wie sie von A nach B gekommen ist und wer eigentlich gefahren ist? Wir haben Zeit dann, an anderes zu denken und tun das auch. Wenn aber zum Beispiel ein Ball auf die Straße gerollt kommt, sind wir plötzlich hellwach, entscheiden und reagieren blitzschnell. Wir müssen nicht lange überlegen. Nein, es ist alles eintrainiert, die Abläufe sind klar und laufen automatisch. Also ein enormer Vorteil dieser Gewohnheiten. Was heißt das? Es heißt, wenn wir uns gute Gewohnheiten antrainieren, wenn wir sie erlernen und die dann automatisch ablaufen, haben wir einen riesigen Standort und Energielevel erreicht. Also das heißt, wir haben uns auf einen ganz anderen Standard-Energielevel hochgebeamt und das hat natürlich enorme Vorteile, denn dazu brauchen wir keine Energie und es läuft automatisch ab und wir haben schon den Standard erreicht, ohne groß nachzudenken. Und natürlich gibt es aber auch schlechte Gewohnheiten, die uns Energie entziehen und die wir teilweise gar nicht kennen oder nicht merken. Und diese schlechten Gewohnheiten zapfen natürlich an unseren täglichen Energiereserven. Deshalb sollten wir uns die abgewöhnen, was natürlich auch gar nicht so einfach ist. Aber lasst uns nun einen Blick ins Gehirn werfen. Wo sitzen denn eigentlich die Gewohnheiten da und wo müssen wir etwas ändern? Unser Gehirn ist ja unser zentrales Steuerorgan. Ein tolles Teil, gut geschützt im Schädel und eingebettet in ein Wasserbett. Ein Wackelpudding in wässriger Substanz, sage ich immer. Ein biologischer Supercomputer. Und vorne ist unser bewusster Teil, der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist unsere Denkerstirn und damit steuern wir unsere Lernvorgänge. Der ist allerdings, dieser Bereich ist nicht so wirklich groß oder eher sehr klein, denn der Rest des ganzen Gehirns ist alles in unbewusstem Zustand. Also da, was da alles so abläuft, ist unbewusst. Wir merken es gar nicht. Also zum Beispiel in unserem emotionalen Gehirn, wo wir auch wunderbare Glück- und Belohnungssysteme aktivieren können, das alles ist unbewusst. Und auch der Rest, also da, wo unser gesamtes Rechenzentrum sitzt, nämlich im Kleinhirn oder auch in unserem sogenannten Stammhirn oder Reptiliengehirn, wo unsere Reflexe sitzen. All das ist unbewusst, aber wir können mit der Denkerstirn, die wie gesagt nicht groß ist, diese unbewussten Teile beeinflussen bzw. mitentscheiden, was da automatisch abläuft. Denn in diesem Hauptteil unseres Gehirns, der wie gesagt unbewusst ist, sitzen unsere Gewohnheiten. Es ist eine riesige Festplatte mit 86 Milliarden Nervenzellen und Billionen von Verschaltungen. Die dort abgespeicherten Gewohnheiten oder Programme werden durch bestimmte Auslöser gestartet und laufen dann automatisch ab. Meist haben wir auch viele Programme parallel laufen und wissen teilweise gar nicht welche. Kennt ihr das, wenn ihr am Laptop viele Tabs im Browser offen habt und gar nicht wisst, wo die Musik herkommt? Ja, und außerdem arbeitet natürlich der Laptop dann langsamer. Also es geht darum, wirklich die Gewohnheiten rauszukriegen, die da wirklich ablaufen. Also das heißt, der erste wirkliche Schritt ist, welche Programme laufen denn da eigentlich bei uns ab und welche müssen wir vielleicht schließen? Und das machen wir, indem wir den bewussten Teil unseres Gehirns nutzen. Denn dieser ist quasi unsere aktive Eingabefläche. Wir arbeiten dann im bewussten Arbeitsspeicher und auch wenn er beschränkt ist, kann er ganz, ganz viel erreichen. Wir haben jeden Morgen eine volle Batterie an bewusster Willens- und Entscheidungskraft, die sich tagsüber dann allerdings immer weiter entleert, je nachdem, wie viele Entscheidungen wir so treffen müssen.
Deshalb ist es in der Regel ja auch so, dass wir abends nicht mehr so viel Willenskraft haben und dann doch an den Kühlschrank gehen. Aber da unser Gehirn ja, wie gesagt, Energie sparen will und vor allem auch immer kohärent, also im Gleichklang mit dem bisherigen, mit dem bisher Bekannten bleiben möchte, brauchen wir für eine Veränderung einen Grund, etwas Höheres, Besseres, einen Anreiz. Und vor allem brauchen wir Platz und Raum, denn in der Regel sind unsere Gehirne ja voll. Deshalb müssen wir also erstmal schauen, wie wir Platz schaffen, und das ist, wie gesagt, der erste Schritt. Wir gucken uns unsere Programme an und dann reflektieren wir. Was wollen wir nicht mehr tun und auch nicht mehr, was wollen wir vielleicht auch nicht mehr denken? Und was wollen wir stattdessen tun? Und was soll hinzukommen? Und was soll unsere Routine und Gewohnheit sein? Welche neue Routine wollen wir uns vielleicht angewöhnen? Und das alles kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber nutze doch einfach die Routine, die du jetzt schon hast. Mach dir einfach mal etwas bewusster, wie zum Beispiel beim Zähneputzen. Das macht ja jeder jeden Morgen als normale Routine. Putz doch einfach mal die Zähne mit der anderen Hand und du wirst sofort merken, wie dein Gehirn sagt, Moment mal, das ist doch nicht so wie immer, wie fühlt sich das an? Routinen verändern bedeutet zunächst, das Gewohnte zu verlassen, und das registriert das Gehirn natürlich. Ihr kennt das auch, es ist halt aus der Komfortzone heraustreten. Und auch wenn es sich erstmal ungewohnt anfühlt und nicht mehr so ganz richtig, müssen wir erstmal dadurch erkennen, was dann vielleicht ja wirklich positiv abläuft und wie wir uns sowas bewusster machen. Also du kannst deine Routinen positiver nutzen und einfach bewusster machen. Ein Beispiel ist auch, dass du morgens in den Spiegel schaust und dich bewusst anlächelst und dir vielleicht sogar ein Kompliment machst oder dein Gesicht zärtlich streichelst oder zärtlich wäschst. Hilfreich kann auch ein Zettel am Spiegel sein. Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast du es hinter dir. Und ich wette, wenn jemand morgens aus deinem Badezimmerspiegel dich anlächelt, dann bist du automatisch besser gelaunt und du lächelst zurück, denn wir haben ja Spiegelneuronen. Oder sag dir auch etwas Nettes gleichzeitig, denn das ist gut für die Selbstliebe. Und insofern, eine positive Routine, die nicht mehr viel mehr Zeit kostet, sondern in die gewohnte Routine eingebaut werden kann. Denn auch wenn du dein Gesicht morgens bewusster, zärtlicher wäscht, ist das nach dem amerikanischen Forscher Paul Ekman wunderbar, denn die 43 Gesichtsmuskeln sind direkt mit dem Emotionssystem des Gehirns verbunden, also dem limbischen System. Und das macht ja auf jeden Fall ein gutes Gefühl im Gehirn und schafft auch Raum. Als zweites brauchen das Gehirn und wir selbst, wie gesagt, einen Grund, einen Anreiz, um Energie für eine neue Gewohnheit zu finden. Wir brauchen eine Motivation, ein Motiv in Motion, ein Warum, also ein Bild, auf das wir uns hinbewegen können. Unser Gehirn denkt ja in Bildern, also schließt gern mal die Augen und beamt euch an euren Lieblingsplatz. Wie wollt ihr sein? In eurer besten Version? Wie wollt ihr euch fühlen? Lasst euch mal so richtig auf dieses Bild ein und ihr werdet merken, wie ihr das so richtig ausmalt. Macht das Bild so bunt wie eine Blumenwiese und lasst die Vögel zwitschern. Macht es richtig konkret und schreibt es auch gern auf. Denn das Gehirn arbeitet, wie gesagt, mit Bildern, wenn man es so ein richtig schönes Motiv hat, in dem man, dass man sich dann weiterentwickeln kann, hilft das total. Also, wie gesagt, eine Übung machen. Ich kann ja auch mal in einem der nächsten Podcast-Folgen mal so eine Meditation oder bildliche Traumreise reinstellen, wo man so ein Motiv findet. Und ein Motiv, auf das man sich hinbewegt, eine Motivation, das ist das, was das Gehirn braucht. Und dann darf man natürlich auch überlegen, wie der Körper denn eigentlich reagiert auf so ein Bild, auf so eine Emotion. Denn das Gehirn funktioniert ja nicht alleine, sondern am Gehirn hängt ja der Körper dran. Und dieser Körper spürt und sendet zum Gehirn und verstärkt quasi dieses Motiv noch einmal. Deshalb können wir auch weitere Nervensysteme nutzen. Und das sind gar nicht so wenige, die auch eben im Körper sitzen. Denn wie gesagt, wir brauchen auch Emotionen, denn mit Emotionen lernen wir viel schneller und viel intensiver.
Unser Gehirn ist quasi zweisprachig. Die Signale werden elektrisch und chemisch vermittelt. Und als Verstärker dient immer das Chemische. Und da müssen wir jetzt ran. Ein guter Schritt ist also neben dem limbischen System, das im Gehirn für die Emotionen zuständig ist, auch das unabhängige Nervensystem im Herzen zu nutzen. Ich lade euch ein, einmal die Hand auf euer Herz zu legen und tief zu atmen und ihm einmal Danke zu sagen. Denn es schlägt täglich 100.000 Mal und pumpt 15.000 Liter Blut durch euren Körper. Und in eurem Herz gibt es auch ein unabhängiges Nervensystem, das als erstes im Mutterleib angelegt ist und damit euer weisestes Nervensystem darstellt. Schon der kleine Prinz wusste, man sieht nur mit dem Herzen gut. Dieses Herzgehirn hat ca. 40.000 unabhängig vom Gehirn arbeitende Nervenzellen. Und man kann durch synchronisierten Atem und tiefe Dankbarkeit dieses Nervensystem besonders anregen. Es wird euch quasi warm ums Herz und ihr produziert außerdem Oxytocin, das Liebes- und Freundschaftshormon. Das tut erstens euch selbst gut und es lässt euch auch direkt um ein Vielfaches handlungsfreudiger werden. Außerdem hat das Herz noch ein hohes elektromagnetisches Feld. Wir strahlen quasi viel mehr. Dies alles könnt ihr aufmerksam und bewusst nutzen, um positive Routinen mit zu verstärken bzw. in Handlung zu kommen. Und als nächsten Schritt setzen wir auch das Glückshormon Dopamin frei. Das ist nämlich Dünger für unser Gehirn. Das Gehirn merkt quasi, oh, da scheint es jemand ernst zu meinen. Und wenn das so nice ist, dann lass uns doch weitermachen. Und weitermachen heißt wiederholen. Denn in der Wiederholung liegt der Zauber. Dadurch werden Gewohnheiten automatisch. Unser Gehirn liebt die deutschen Tugenden Fleiß, Stetigkeit und Disziplin. Und es werden einfach die Datenbahnen viel stärker vernetzt, beziehungsweise aus so ganz kleinen, zarten Wegen werden ausgetretene Pfade und am Ende ganze Autobahnen. Also insofern lohnt es sich, dran zu bleiben. Und bitte lasst euch nicht entmutigen, wenn nicht sofort ein Resultat da ist. Denn denkt dran, das Gehirn arbeitet wie ein Computer. Wenn ihr dort ein neues Programm hochladet, kommt ein Fenster mit der Meldung, das Installieren kann eine Zeit lang dauern. Bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Auch das Gehirn baut in dieser Zeit an neuen Leitungsbahnen, die erst, wenn sie fertig sind, und dann allerdings hochschießend exponentiell ihre Wirkung entfalten. Also ein bisschen Geduld. Denn das Ganze kann durchaus nach Studien 66 Tage dauern. Es ist allerdings sehr individuell unterschiedlich. Also die Bibel spricht beispielsweise von 40 Tagen. Wichtig ist, wie gesagt, den Vorgang nicht zu unterbrechen, sondern dran zu bleiben. Deshalb am besten für alle Fälle die möglichen Ausreden schon vorher entkräften bzw. Vorsorge treffen, was ihr im Falle eines Falles tun würdet, wenn jetzt wirklich alles gegen eine Fortsetzung spricht. Denn ein Teilerfolg ist immer auch ein Erfolg. Und dann fühlt noch einmal in euch hinein, was euch wirklich gut tut. Denn oft wird euer innerer Wachhund sehr laut, wenn ihr nach seiner Meinung auf dem falschen Weg seid. Der innere Schweinehund ist ein sehr guter Aufpasser und ahnt auch die verstecktesten Gefühle und Motive. Deshalb möchte ich euch auf euer drittes Gehirn hinweisen und euch wieder auf eure weise, leise innere Stimme der Intuition aufmerksam machen. Es lohnt sich einfach, auf sie zu hören. Und wo sitzt sie denn? Also man fasst sich ja immer automatisch so ein bisschen in den an den Bauch, denn in eurem 7 Meter langen Darm sitzt ein ganz spannendes Nervensystem, und zwar auch ein großes. Denn dieses Nervensystem ist so groß wie das Gehirn eines Hundes, zum Beispiel eines Golden Retrievers. Da haben wir ihn also, den Schweinehund. Er bezieht seine Informationen vor allen Dingen aus dem Darm, unserer inneren grünen Umwelt, in der auch ganz viel Serotonin, das ist unser Wohlfühl-Neurotransmitter, gebildet wird. Denn in dem Darm leben 1,5 Kilogramm reine Bakterien, ein Wildwuchs. Aber ohne können wir überhaupt nicht leben.
Nicht, dass du sagst, oh cool, tolle, unnötige Masse, die 1,5 Kilogramm nehme ich jetzt mal schnell ab. Nein, die ist nämlich überlebenswichtig. Die Masse hat so zudem ja 10-mal mehr Zellen, als unser Körper menschliche Zellen hat. Also ganz, ganz viele Bakterien, die natürlich sehr hilfreich sind. Und zwar nicht nur für die Verdauung. Sie sammeln auch Informationen und verstehen natürlich auch andere Sprachen als unsere menschlichen Zellen. Und diese gesamten Informationen werden von den Nervenzellen am Darm direkt ins Gehirn weitergeleitet. Und zwar über den Nervus vagus, der alle Informationen sammelt und dann quasi zum Gehirn kommuniziert mit einer super Geschwindigkeit. Der Nervus vagus bzw. mein grünes Darmgehirn hat mir schon mal sehr gute Dienste erwiesen. Denn ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal bei der Zeitschrift Stern gearbeitet und zwar im Ressort Wissenschaft und Gesundheit. Und wegen der Gesundheit wurde da auch viel gefeiert. Natürlich auch Geburtstag. Und an einem dieser Geburtstage gab es Erdbeerkuchen. Erdbeeren, kennt ihr das auch? Es ist so wahnsinnig köstlich. Ich weiß nicht, ob ihr Erdbeeren liebt. Und dieser Erdbeerkuchen, der da besorgt worden war von dem Geburtstagskind, war so einer von dieser wunderbaren Sorte mit ganz viel Erdbeeren, super Vanillecreme und also wirklich vom besten Bäcker am Platze, ne? Aber irgendwie sah ich diesen Kuchen und mein grünes Bauchgehirn sagte nein. Ein ganz klares Nein. Und nicht, weil ich jetzt dachte vom Kopf her, oh, diese Kalorien und so weiter. Nein, einfach nur den Kuchen solltest du nicht essen. Ich habe mich natürlich ein bisschen gewundert und irgendwie war es komisch, aber ich habe ihn wirklich nicht gegessen. Ich habe also auf mein Bauchgehirn gehört. Und alle anderen, die da waren, haben ihn gegessen. Und was soll ich sagen? Am nächsten Tag war das Ressort Stern, Wissenschaft und Gesundheit leer. Alle krank. Sie hatten eine Salmonellenvergiftung. Unglaublich, nicht wahr? Aber die Message ist natürlich klar. Gott sei Dank habe ich auf mein grünes Gehirn gehört. Also auf den Bauch hören und nie gegen ihn entscheiden. Und ganz ehrlich, wie oft tut man es nicht? Es ist ja nicht erklärbar, nicht rational, reine Intuition, aber eben sehr hilfreich, so im normalen Leben oder auch im Berufsalltag. Und die Kunst ist natürlich, diese leise Stimme nicht zu überhören. Es ist ja meist eher so ein Bauchgefühl. Also das ist der 6. Schritt, den ich euch nur ans Herz legen kann, weil man da sozusagen nochmal genau guckt, was sagt der Schweinehund, der da auf mich aufpasst, was will ich wirklich. Und wenn man das alles gemacht hat, dann kann man den 7. Schritt machen und das ist der, wo wir uns Verstärkung holen. Um positive Routinen wirklich umzusetzen, brauchen wir andere. Und das funktioniert über unsere Spiegelneuronen. Wir lernen von Vorbildern, von anderen Menschen, insbesondere von Freunden. Deshalb achtet nicht nur auf eure Gedanken und Emotionen, sondern eben auch auf eure Umgebung. Wissenschaftliche Studien belegen, dass wir wesentlich mehr erreichen mit Hilfe anderer. Menschen sind einfach soziale Wesen und wir kreieren gemeinsam. Und das macht es ja auch viel mehr Spaß, wenn wir ehrlich sind. Also, wenn ich euch nochmal die 7 Schritte zusammenfasse, dann ist es erstens Selbstreflexion, Raum schaffen, reflektieren, welche Gewohnheiten sitzen in meinem Gehirn, welche muss ich rausnehmen, welche muss ich vielleicht ersetzen, neu implementieren. Und dann ein Bild schaffen, der 2. Schritt, Motivation und Begeisterung, einen Grund dem Gehirn geben, sich wirklich zu verändern, Energie freizusetzen. Das kann man durch den 3. Punkt, die Emotionen, nochmal anfeuern, richtig spüren, was passt da. Denkt an euer Herzgehirn. Dann 4. belohnt euch. Jeder Schritt muss gefeiert werden. Dopamin und Serotonin springen lassen. Und im 5. Schritt wiederholt ihr das denn, weil ihr wieder eine neue Belohnung wollt. Also denkt dran, Routine entwickeln. Geht über Wiederholen und Datenautobahnen implementieren. Dann 6, was tut mir denn wirklich gut? Auf die leise Stimme der Intuition hören. Und 7, gemeinsam schaffen wir mehr. Co-Kreation mit anderen zusammen Gewohnheiten verändern, die Unterstützung von anderen holen.
Ich kann euch nur dazu auffordern, wirklich mal diese 7 Schritte auszuprobieren und wirklich in euch hineinzuhören. Ich würde mich freuen, wenn jeder und jede von euch ein Thema herauspickt, was sie oder er jetzt in Angriff nehmen möchte. Also ein Thema, was euch wirklich am Herzen liegt, was ihr wirklich umsetzen wollt und wo ihr eine positive Routine kreieren wollt, und sucht euch direkt Verbündete dazu. Denn natürlich machen wir das jetzt. Lasst uns loslegen. Jetzt. Ich freue mich auf die Veränderung, die jede einzelne von euch und jeder einzelne von euch kreiert. Und ich freue mich zu hören, wie das funktioniert hat, wie das geklappt hat bei euch mit den 7 Schritten. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, sendet mir eine Nachricht oder folgt mir auf Instagram beziehungsweise LinkedIn. Und ich freue mich, von euch zu hören, wie ihr das hingekriegt habt mit den wunderbaren Veränderungen und den gemeinsam dann kreierten Möglichkeiten für die Zukunft. Ich bedanke mich bei allen, freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback und sage tschüss, bis zum nächsten Podcast. Eure Maria. Schön, dass du dabei warst bei meinem Podcast Magic Brain Kicks, dem Podcast für deine Gehirnpower mit vielen innovativen, kreativen Ideen für ein neues Zusammenleben, ein neues Vernetzen in dieser besonderen, herausfordernden Zeit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Ein Feedback kannst du mir auch gerne auf LinkedIn oder Instagram unter den Post zu diesem Podcast schreiben. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findest du auf meiner Website www.drmariahoffacker.com. Ich freue mich, wenn du dich für weitere Themen interessierst, und sage für heute tschüss, kick your brain, alles Gute für euch und bis auf ganz bald.